und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine September-Favoriten. Ich werde den Teil, in dem ich mich darüber aufrege, dass der September schon vorbei ist und ja bald Weihnachten ist, jetzt einfach mal dezent überspringen. Stellt euch jetzt einfach ganz viel, oh mein Gott, der September ist schon vorbei und oh, wie schnell ging das Jahr rum vor. Ohne euch zu erklären, wie viel Beauty-Favoriten und Lifestyle und bla bla dabei ist, fange ich direkt mal an. Und zwar mit diesem Produkt hier von Catrice. Das ist der Sunglow Mineral Bronzing Powder. Das Mineral Bronzing Powder. In der Farbe 010 Golden Light. Und das ist das schönste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Ich bin absolut verliebt. Ich finde das richtig, richtig toll, weil das hat keinen Glitzer, sondern leichten Schimmer. Und ich habe das in ungefähr jedem Video getragen. Das gibt einem einfach so eine schöne, natürliche Bräune und so ein bisschen Glow. Und ja, ich bin völlig begeistert davon. Das ist jetzt irgendwie neu im Sortiment. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es das bei Müller gibt oder in jedem DM. Der nächste Favorit ist ein Lip Liner. Den trage ich auch gerade, aber noch in Kombination mit einem Gloss. Das ist der P2 Perfect Color Lip Liner in der Farbe 130 First Lady. Ist einfach so ein, wie sagt man, bäriger Herbstton, der aber auch immer geht. Hier oben kommt ihr zu einem Tutorial, also wenn ihr hier oben auf das kleine i klickt, wo ich den verwendet habe, dann könnt ihr den mal pur getragen sehen. Ich finde den so schön. Also das ist wirklich mit Abstand mein Lieblingslip Liner. Hat am Ende noch so ein kleines Pinselchen, womit man alles ganz schön versmudgen kann. Und ich muss sagen, ich bin von diesen P2 Lip Linern echt sehr beeindruckt. Für das nächste Produkt seid ihr verantwortlich, beziehungsweise diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen. Und zwar ist das ein Duft, nennt sich Fleur de Frangipani Eau de Toilette Soli Notes Paris. Ich habe einfach alles vorgelesen, was auf der Flasche stand. Die Instagram-Seite von Douglas hatte das gepostet und ihr habt mich so viel drunter verlinkt, weil ihr einfach wisst, dass ich Frangipani-Blüten über alles liebe. Und dann haben die mich angeschrieben und mir den zugeschickt und das riecht so gut. Wenn ihr wissen möchtet, was für ein Duft ich gerne wäre, dann riecht hieran. Oh mein Gott. Also klar, das riecht natürlich schon ein bisschen künstlicher als die Originalblüte, aber ich meine, das ist ja eigentlich fast immer der Fall. Ich glaube, das kostet nur 15 Euro oder so. Machen wir weiter mit Essen. Leider ist die Verpackung schon leer. Ich dachte, ich zeige es euch trotzdem. Popcorn. Was wäre ein Favoritenvideo von mir ohne Popcorn? Ich esse am liebsten sehr, sehr süßes Popcorn, am besten so richtig in Karamell getränkt mit Karamellkruste. Das gibt's hier in Neuseeland aber nicht. Hier isst man salzig, beziehungsweise vielleicht allerhöchstens mal süß und salzig. Und erst fand ich das total eklig. Das leckerste Popcorn, was ich süß und salzig entdeckt habe, ist das hier. Die Verpackung erinnert mich an Guardians of the Galaxy. Ich weiß nicht genau warum. Ich muss sagen, das ist echt richtig lecker. Das schmeckt nicht zu süß, aber okay, zu süß gibt's nicht. Das schmeckt nicht zu salzig, aber trotzdem noch genug süß und ja, das haben wir fleißig gefäschpert, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, da waren 3 Packungen drin. Ich glaube, das ist schon der 2. Pack. Hä? Die Sucht hört auch hier nicht auf. Vegemite! Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Produkt es mal in eins meiner Favoritenvideos schafft. Das ist ein Aufstrich. Laut Verpackung gut für die Brain Function und das Nervensystem und hilft, Müdigkeit zu bekämpfen. Weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern ein Aufstrich das machen kann. Man muss dazu sagen, dass ich das Zeug am Anfang richtig, richtig eklig fand. Ich habe das pur probiert und dachte mir so, ekelhaft. Und jetzt esse ich das so viel. Ich esse das pur, ich esse das auf Brot. Ich habe das schon unter Orangenmarmelade gegessen. Ich liebe es. Ich bin ein richtiger Addict geworden. Es ist auch schon bald leer. Hätte ich auch niemals gedacht. Riecht abartig, riecht abartig ekelhaft. Boah, das ist irgend so ein dubioses Zeug mit Weizen und Hefe. Es schmeckt auf jeden Fall einfach wie so eine Gewürzpaste und es schmeckt sehr, sehr gut. Kauft es euch aber nicht, wenn ihr es nicht schon kennt. Probiert es lieber erstmal woanders. Ich habe diesen Monat Kokosnussöl für mich entdeckt. Ich habe schon daheim oft gerne damit gekocht, weil ich es einfach mega lecker finde, wenn das Gemüse so ein bisschen einen Kokos-Touch hatte. Hier habe ich aber angefangen, mich damit einzucremen, es mir in die Haare zu schmieren und Gott weiß, was zu machen. Mir hat mal eine Australierin geraten, ich sollte mich statt mit Sonnencreme mit Kokosnussöl eincremen. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern Kokosnussöl einen Lichtschutzfaktor hat.
Aber trotzdem, die Haut riecht sehr lange gut und sie fühlt sich sehr weich an. Ich würde mich damit jetzt nicht unbedingt in die Sonne legen, aber so als Bodylotion fand ich das jetzt ganz angenehm. Kategorie Lifestyle. Ich habe hier eine Kerze. Wir haben uns tatsächlich eine Kerze gekauft. Und das ist... die riecht so gut. Das ist eine Aviva Sweet Lilac and Musk Triple Scented Kerze aus dem Warehouse, glaube ich. Sprich aus dem größten Ramschladen, aber die riecht so lecker. Die riecht irgendwie nach so frischen Blumen, aber so weiße Blumen. So nicht so Rosen oder sowas, sondern so frische Blumen. Richtig, richtig gut. Aber ohne zu aufdringlich zu sein, also wenn man die anhat, dann ist es nicht so, dass man irgendwann denkt, okay, mach die Kerze aus. Sondern man kann die halt brennen lassen und der ganze Raum riecht so leicht gut. Aber wenn man sie ausmacht, dann ist auch so wieder vorbei. Und das finde ich ganz cool bei Duftkerzen. Wenn ihr meinen Vlog-Kanal verfolgt, dann habt ihr es vielleicht schon gemerkt. Ich bin zurzeit voll motiviert, was Sport angeht. Und ich habe Fitnessblender für mich entdeckt. Die haben einen YouTube-Kanal mit über 2 Millionen Abonnenten oder sowas und haben da ganz viele Fitnessvideos hochgeladen. Ich habe mich dann kostenlos auf deren Website angemeldet, weil man da die Videos noch so ein bisschen besser sortiert hat und so einen Kalender hat, wo man sich Videos reinpacken kann, bla bla bla. Und da habe ich jetzt ein 4 Wochen Po-Bootcamp mir gekauft. Also man kauft sich den Plan, die Videos sind für jeden frei verfügbar, aber man weiß natürlich nicht, in welcher Reihenfolge und in welchen Abständen und so weiter. Und man kann sich dafür $7 einen Plan kaufen und der geht jetzt 4 Wochen lang. Woche 1 ist gerade rum und das ist der Hammer. Ich liebe dieses Programm. Ich werde hierfür nicht bezahlt. Ich habe mir das Programm selber gekauft. Ich weiß, man könnte es denken, so viel wie ich davon schwärme, aber das ist endlich mal was, was mich auch motiviert, weil ich habe selber eigentlich gar keinen Bock zu trainieren und schon gar nicht vor einem Laptop und da irgendwie rumhampeln. Aber das ist so cool. Also falls ihr nach einem guten Sportprogramm sucht, dann ich schreibe euch das gerne in die Infos. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Was Musik angeht, kann ich mich immer nur sehr, sehr schwer festlegen, was mir gut gefällt. Deswegen erstelle ich mir immer Monatsplaylists auf Spotify. Ihr findet mich unter Snookiful, so wie überall sonst auch. Ich erstelle immer für jeden Monat eine Playlist und packe da meine ganzen Lieblingslieder rein. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, mir folgen, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Und was ich auch richtig cool finde, ist von Spotify die Wochen-Playlist-Funktion. Da werden euch Lieder in eine Playlist gepackt, wo Spotify mit so einem Algorithmus irgendwie rausfindet, welches Lied euch gefallen könnte. Und da entdecke ich so oft so coole Sachen. Da ist manchmal auch Zeug dabei, wo man so denkt, what? Wie kommst du auf die Idee, dass mir das gefällt? Aber meistens ist es richtig, richtig cool. Also falls ihr Spotify habt, egal ob Premium oder normal, dann schaut euch mal eure Wochenplaylist an. Die wird jeden Montag, glaube ich, ja, neu gemacht. Das waren meine Favoriten diesen Monat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Musik ihr gerne gehört habt. Ich lasse mich da immer ganz gerne neu inspirieren. Hier unten kommt ihr zu meinem letzten Video, zu dem Video, wo ich auch diesen Lippenstift benutze. Hier unten kommt ihr zu meinem Vlog-Kanal, wenn ihr Lust habt zu sehen, was ich so in Neuseeland treibe. Hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren und falls ihr auf dem Handy oder Tablet oder so zuschaut, dann könnt ihr hier oben auf das kleine i drücken und dann seht ihr auch die Videos, die ich hier verlinkt habe. Und dann, danke, dass ihr dabei wart. What? Und noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.